Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn heute ist bei mir die Beauty Love The Natural Box eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich im Juni und Juli hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, das hier ist tatsächlich der Umkarton. Wir haben in dem Umkarton natürlich noch die Box an sich, das habe ich noch gar nicht ausgepackt. Und Sammy liegt mir hier gerade zu Füßen, deswegen bin ich ein bisschen weiter weg. Ich weiß nicht, ich meine, ich habe euch auch ein bisschen näher rangezoomt und so, aber trotzdem. Die Beauty Love Natural Box ist eine Beauty Box, die alle 2 Monate erscheint. Die kann man sich im Abo bestellen, da kostet die dann ab 31,95 pro Box. Aktuell gibt es da aber auch so eine Rabattaktion, dass du quasi auf die erste Box 10 Euro Rabatt bekommst irgendwie. Und ja, genau. 6 bis 8 Beauty-Produkte, sowohl dekorative Kosmetik, aber vor allem pflegende Kosmetik befindet sich hier drin. Und was ich auch super interessant finde, ist, dass wir hier so ein bisschen diese, ja, Green Beauty-Geschichte erleben dürfen. Es wird auch ein Teil an eine Organisation gespendet, an Treedom müsste das sein. Das ist in Madagaskar. Hier sehen wir dann, wie der Karton von innen aussieht. Die unterstützen halt die Bauern dort vor Ort, damit die halt die nachhaltige Agrarwirtschaft fördern können oder so. Genau, wir haben jetzt um die Box drumherum, im Umkarton noch ein paar andere Sachen. Und zwar starten wir jetzt dann schon direkt mit Produkten. Zum einen habe ich einen Gutscheincode, damit kannst du ein bisschen sparen, den blende ich euch hier mal ein. Und zum anderen ist das hier ja eine Kooperationsbox, das heißt, sie wurde mir zum Vorstellen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank an das liebe Beauty Love The Natural Box Boxenteam. Ich darf auch in diesem Video wieder eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. So, jetzt aber. Wir haben hier ein Produkt drin, was auch wirklich ein Lifestyle-Produkt ist. Man kann es bestimmt auch für Beauty-Produkte verwenden, aber hier sind auch Food-Produkte abgedruckt. Sandwiches einpacken, Lebensmittel frisch halten, Schalen abdecken. Das haben wir ja schon öfters mal gesehen. Das ist ein veganes Wachstuch in der Größe M. Das haben wir einmal hier. Haben wir auch von anderen Marken schon mal in der Hand gehalten, wenn wir Boxen haben. Es ist wiederverwendbar, handgemacht in Stuttgart, besteht aus natürlichen Materialien und das ist halt so ein Bienenwachstuch halt, ne? Und mit der Wärme der Hände kannst du es dann um dein entsprechendes Stück formen. Dann legt man das halt so drum. Kann man sich theoretisch auch, wenn man es kleiner haben möchte, dann zurechtschneiden. Aber das ist eigentlich ganz praktisch, weil das kannst du dann so komplett über so eine Schale machen, wenn du irgendwelche Reste über hast oder so. Und dann halt mit der Handwärme so formen. Ne? Zum Beispiel über eine Glasschale. Da hat man ja nicht grundsätzlich irgendwie die Möglichkeit, einen Deckel mit dabei zu haben. Das finde ich ganz cool, weil das halt universell formbar und anpassbar ist. Egal, ob du jetzt eine runde Schale hast, eine eckige Schale, eine große, kleine, mittlere. Solange es halt irgendwie vom Durchmesser her passt. Ach, vielen Dank, Herr Sammy. Jetzt darf ich wieder an meinen Tisch. Das ist ja sehr freundlich von ihm. Jo. Er hat gerade das erste Mal. Nicht in Anführungsstrichen. Er hat das erste Mal Moor gefressen, weil er neigt dazu, Erde zu fressen, denn Dreck scheuert den Magen. Ne? Und deswegen habe ich einen Topf voll Moor bestellt. Also, das ist von Annie. Ich will gerade Animonda sagen, aber das ist was anderes. Von Annie Forte ist das. Und genau, das hat er jetzt das erste Mal in sein Futter gemischt bekommen. Und deswegen hat er, glaube ich, gerade so ein bisschen Sand zwischen den Zähnen und ist ein bisschen interessant drauf. Okay, boah, ist das ein langes Video. Timestamps, Leute, ne? Ich habe hier immer Timestamps. Also wenn euch das zu viel ist mit dem Labarababa, weiterhüpfen. Hier habe ich ein Getränk, das finde ich cool. Das müsste ich tatsächlich auch mal kalt stellen, denn heute ist es relativ warm hier. Von Volvic grüner Tee, Erfrischungsgetränk mit Minzgeschmack, ungesüßt und das finde ich toll. Kein Zucker, keine Kalorien, kein Rampampam, finde ich toll. Also das, sowas mag ich. Ne? Ich trinke ja auch super gerne diese Waterdrop-Viecher einfach in stillem Wasser, weil ich sonst so viel rülpsen muss. Und ja, sowas kann man sich jetzt gerade zu dieser warmen Jahreszeit echt toll zwischendurch gönnen. Also als Getränk generell, ne? Prost! Mm. Ja, wirklich sehr, sehr minzig. Also die Minze schmeckt man meiner Meinung nach ziemlich raus. Aber auch diesen grünen Tee, aber gekühlt schmeckt das bestimmt noch besser. Oder so mit Eiswürfeln drin oder so. Da haben wir ja so wiederverwendbare. Mega geil. Mm. Hm. Bleibt jetzt nur ein bisschen Lippenstift dran hängen, ne? Aber finde ich cool, finde ich nett, finde ich toll. Und da haben wir jetzt ein Food-Produkt, ein Lifestyle-Produkt. Und da müsste jetzt in der Box an sich höchstwahrscheinlich nur Beauty drin sein. Mal gucken.
denn das ist ja hauptsächlich eine Beauty-Box. Die Box an sich besteht übrigens aus Graspapier. Das ist ziemlich nice, oder? Das ist so eine richtige natürliche Geschichte. Also von vorne bis hinten, von innen und außen ist die ganze Box halt vollkommen natürlich. Sammy, darf ich da mein Ding hinstellen? Ja, ne? Man muss ja immer mit dem Hund diskutieren, das läuft ja bei mir. Okay, Deckel ist geöffnet und ja, mir kommt schon direkt ein total kräuteriger Duft hier raus. Mega. Eukalyptus Menthol. Mega angenehm. So ein bisschen nach einem Erkältungsbad riecht das. Es schaut so aus. Wir haben hier so ein Seidenpapier, was mit einem Klebi verschlossen ist. Das mache ich jetzt einmal auf. Und dann sehen wir den ersten Blick in die Box rein. Das ist echt schön gestaltet. Ich weiß noch nicht, was ist das Motto? Story My Love. Nein, Story My Love. Okay, Story My Love? Nein, Store... Nein, Stormy... Bin ich doof. Stormy Love. Stürmische Liebe. Okay. 15,5 Jahre in einer Beziehung, da kennt man sowas nicht mehr. Spaß. Kennt man natürlich doch. Okay, also Beauty Love, The Natural Box. Das ist das Heftchen, wo drin steht, was drin ist tatsächlich. Also komplett steht da einfach nur drin, was drin ist. Was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben, kann man sich gegebenenfalls auch auf dem Instagram-Account anschauen. Dann nimmt man einfach den QR-Code, scannt den ab und da haben die dann auch so kleine IGTVs gemacht. Und genau, auch die einzelnen Produkte nochmal ein bisschen bildlicher erklärt, weil hier ist es halt wirklich einfach nur Zahlen, Daten, Fakten, ne, ein paar Infos dazu. Rabatte sind da auch noch mit aufgeführt. Dementsprechend ist das halt dann sehr schlicht, aber ne, nachhaltig und so weiter. Dafür haben wir es dann halt über Instagram, finde ich sehr cool. Hier haben wir noch so ein Heftchen mit dabei, wo einige Gutscheincodes aufgeführt sind. Ja, das ist ganz nett, wenn man online ein bisschen shoppen gehen möchte. Dann haben wir hier etwas mit dabei. Ich weiß nicht, das kommt mir wirklich bekannt vor. With Love Inside. Das ist so ein Kärtchen und ich meine, dass man darüber halt irgendwie so eine... Ja, hier verbirgt sich deine Überraschung für dich. Nee, das weiß ich aber auch nicht. Kannst du einen QR-Code scannen und dann kriegst du da eine Überraschung. Ich meine nämlich, dass das genau, das ist hier, versendest du die Karte, genau. Das hatten wir, glaube ich, letztes Mal doch auch mit drin. Das kommt mir so bekannt vor, Leute. Ich werde das weitergeben. Ne? Also ich werde das nicht für mich behalten, ich werde es weitergeben. Da kannst du nämlich irgendwie so eine Online-Karte erstellen, QR-Code scannen und App herunterladen. Die habe ich mittlerweile auch runtergeladen, habe ich letztes Mal mit euch zusammen gemacht. Überraschung hochladen, Karte testen und versenden. Und dann steht dir auch drauf, was du machen musst. Das ist die Memtel-App. Irgendwie. Und da steht halt drauf, was du damit machst, wenn du so eine Karte bekommst. Ist von der Geschenkidee ganz süß, ne? Dass man so ein bisschen was Kreatives versendet. Ist auch wirklich einfach mal was anderes. Ich persönlich bin von sowas nicht ultra Fan. Ich bin eher so ein haptischer Mensch. Also wenn ich was verschenke, bin ich auch nicht unbedingt ein Fan davon, Gutscheine zu verschenken. Ich möchte was zum Anfassen verschenken. Dann haben wir hier noch einen 6 Euro Rabatt auf deine Bio-Box. Gutes Essen und gutes Tun, das ist die Etepetete-Box. Das finde ich sehr, sehr interessant, denn die retten Gemüse. Retten die auch Obst? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall retten die Gemüse, was halt nicht der Norm entspricht. Ne? Einfach mal eine Karotte, die ein bisschen anders aussieht. Kartoffel, die nicht ganz normal so oval ist, sondern aussieht wie ein Herz oder so. Und schmeckt dadurch ja nicht besser oder schlechter. Ich habe sogar bei einem Beitrag, ich glaube auf Galileo oder so gesehen, dass es teilweise sogar besser schmeckt. Wahrscheinlich, weil dieser Gedanke da auch mitschwingt. So, jetzt habe ich das Ganze hier mal freigeräumt. Ne? Der Wahnsinn in Tüten. Selbst das Krüppelpapier ist so ein recyceltes Krüppelpapier. Das finde ich großartig. Ich recycle das übrigens nochmal weiter, entweder wenn ich diese Box als Verlosungsbox nehme, neu packe und an euch versende. Oder meine Stiefschwiegermama in Spee ist aktuell sehr aktiv dabei, auf eBay Kleinanzeigen auszumisten, sage ich mal, und dort Sachen zu versenden. Und die hat von mir letztens eine ganze Autoladung voll mit Verpackungsmaterial und so weiter bekommen, ne? Es kommt hier nichts weg. Als erstes habe ich hier ein Parfum drin. Und zwar ist es von Juniper Lane, das Forever Rose. Das riecht so geil, Leute. Ich hatte das letztens tatsächlich auch schon in einer Box drin und habe es mir hier schon mal auf den Tisch gestellt, denn ich hatte bei, ich glaube, war das Chiquitas Place? Ich habe schon in das Unboxing reingelinst, ich bin ehrlich, ne? Genau, und auf jeden Fall habe ich das hier und das riecht so toll. Es hält nicht Ewigkeiten, ne? Also das ist ein Parfum, was wirklich so fast schon Bodyspray-mäßig ist, aber mein Duft. Das ist ganz pudrige, cremige, sanfte Rose. So angenehm.
Ich weiß nicht, ich mag den Duft. Also das ist ein Claudi-Duft. Wirklich toll. Und ja, das wird dann demnächst mal weitergegeben, weil ich, wie gesagt, schon da habe. Dann nehme ich mal das nächste Produkt raus. Ich wollte schon sagen, das nächste Parfum. Nein. Von Corris, 20 Jahre Wild Rose. Ey. Ja gut, Liebe, ne? Stürmische Liebe, da kommst du viel mit Rose um die Ecke. Wild Rose Vitamin C Brightening Oil. Das finde ich schön. 15 Milliliter sind hier enthalten. Und Corris gibt es dann wirklich schon so lange. Das ist ja nett, ne? Ich auch nicht gedacht. Ja, schön. Steht's auf Deutsch? Nein. 92,7% natürlichen ich kann nicht mehr reden. 92,7% der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs. Und hier haben wir das Öl. Ach, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Wie kann ich euch das am besten zeigen? Hier sind ernsthaft Rosenstückchen drin, so getrocknete Rosen. Ist das schön oder ist das schön? Also das finde ich ja klasse. Oh, das mag ich. Das finde ich toll. Und das kann man halt fürs Gesicht verwenden. Und das soll Strahlkraft geben. Und Rose beruhigt die Haut auch immer ganz toll. Also ich finde es klasse. Das ist ein ganz tolles Produkt. Ja, schön. Also die Produkte, die ich jetzt bislang drin hatte, gefallen mir sehr. Dann habe ich hier Gimme More. Na, Sammy, erinnerst du dich an dein Abendbrot? Moor und so, ne? Das ist Awesome Soap, Handmade in Germany, Herbs und Heilmoor Clay. Also das sind Kräuter und Heilmoor Lehm in dem Sinne. Eine Seife. Ja, kann man zum Händewaschen gut verwenden, kann man aber auch... Ja, da kommt der Duft her. Hat aber auch was Zitrisches, ne? Kann man aber auch zum Pinselwaschen super verwenden. Ich verwende tatsächlich, wenn ich so eine feste Handseife habe, die sowohl für meine Handwäsche als auch für meine Pinselreinigung mittlerweile. Finde ich klasse, ne? Sensational Sustainable Soap. Das ist 100% awesome, 100% plastikfrei, 100% handgemacht, 100% cruelty-free und 100% luxuriös. Wie luxuriös ist das denn? Ist die so teuer? Awesome Soap, Gimme More. Wow. Kostet die 20 Euro? Was haben wir denn hier drin an Menge, sag mal? Ist das denn der Wahnsinn? Hier muss 100 Gramm, ernsthaft? 100 Gramm kosten wirklich 19,90 Euro? Wow. Ich meine, gut, mit dem Code BEAUTYLOVE20 bekommst du 20% Rabatt auf die ersten 100 Bestellungen auf das gesamte Sortiment. Bis zum 31.10.2021, also seid schnell, aber wow. 20 Euro für eine Seife finde ich schon krass, ne? Aber gut, so eine Stückseife hält ja auch eine ganze Weile, ne? Das stimmt. Und wir können sie auch gebrauchen. Das stimmt, aber wow. Sowas haut mich immer wieder um. Gut, wir zahlen ja auch ab 31,95 bis 39,95 für diese Box. Da erwartet man natürlich auch von diesen 6 bis 8 Produkten, dass die in dem Sinne auch einen hohen Wert haben, ne? Das ist schon ziemlich luxuriös hier. Von Urtekram, da hatte ich schon mal was von. Ich glaube, was für die Haare. Deswegen fasse ich mir auch gerade in die Haare. Nordic Beauty, Dare to Dream, Moisturizing Body Lotion, Soft Wild Rose. Ey, das ist so eine Claudi-Box, weil wir hier nur Rose drin haben. Feier ich hart. Body Lotion in einem Pumpspender ist ein Traum. Ich liebe es, wenn es in Pumpspendern drin ist. Weil meistens habe ich die Hände halt schmierig. Und wenn ich mir das dann irgendwie auf den Körper drauf machen will, dann... Ja, hat man das Ding versaut oder es flutscht einem weg oder sonst irgendwas. Und ein Pumper ist einfach sehr nice. Und das finde ich ja total klasse. 100% natürlichen Ursprungs, Certified Organic, vegan, eco-zertifiziert. Was ist das denn noch alle? Oh, über 60% ist das eine Pflanzenflasche? Auch das finde ich interessant. Cool. Oh, ich will dran riechen. Die werde ich auf jeden Fall verwenden, ne? Weil Rose, ey. Aber dezent. Ist das angenehm? Also ganz, ganz, ganz dezent blumig. Oh, ja, das mag ich wirklich gerne leiden. Das soll hydratisieren, nähren und ein langanhaltend silky, also seidig sanftes Körpergefühl geben. Pampers your skin with conditional ingredients. Also das soll echt deine Haut geil machen. Also da habe ich Bock drauf.
Da habe ich richtig Bock drauf. Okay, stürmische Liebe. Da hätte ich ernsthaft eigentlich was für die Haare erwartet. Haben wir aber gar nicht drin. Als nächstes habe ich hier was von Gokosch mit drin. Okay, den hatte ich jetzt schon öfters mit dabei. Das ist nicht so ganz meine Welt. Ich bin Fan von Lidschattenpaletten. Ich mag nicht so gerne Monolidschatten. Und das hier ist halt eher so ein Monolidschatten. Natürlich kannst du das auch so austauschen, dass du dann entweder das Helle oder das Dunkle da dran machst. Ist aber wirklich nicht meine Welt. Das gebe ich dann lieber einfach weiter. Und das kommt auch nicht in meinen Full-Face-Beauty-Boxen mit rein. Was ich ja am Ende des Monats immer abdrehe, ne, über die ganzen Beautyboxen, weil das macht keinen Sinn. Das habe ich schon mal ausprobiert und das fand ich nicht so nice. Ja, das ist halt ein Lidschatten und dann hat das ein Wechselköpfchen vorne dran. Und hier sehen wir dann auch, na, auf dieser Seite am besten die Farben. Da haben wir einmal so, also super praktisch für einen easy peasy Look, ne? So ein Champagnerfarben und dann so einen dunkleren Ton. Also für mich und meine Bedürfnisse wäre das eigentlich auch vollkommen ausreichend für einen Alltagslook. Du hast dann die Farbe oben in der Kappe drin und dann hast du so einen Schwämmchen-Applikator, das ja, drehst du da vorne dann immer rein. Und dann kannst du damit das Produkt aufnehmen, dann gibst du das auf dein Auge und, ne, ist eine easy peasy nice Kiste, aber ich mag das nicht so gerne. Ich habe das bei Lubella auch schon gesehen, die hat das auch schon verwendet und fand das auch richtig klasse und ich habe irgendwie hier oben gerade ein bisschen Mascara, das tut mir leid, falls es irgendwen getriggert haben sollte, genau. Ne, die hat es halt echt gelobt, aber meins ist es nicht so ganz. Dann habe ich hier noch etwas mit dabei und zwar von Ensborn Natürlich Haut. Natürlich Haut, okay. Aloe Vera Premium Gel, 90% reine Aloe Vera Pink Ribbon Edition. Okay, also das ist quasi wegen dieser gegen AIDS-Geschichte, glaube ich, weil es diese AIDS-Schleife ist. Spendet intensiv Feuchtigkeit und das scheint einfach ja, so ein klassisches Aloe Vera Gel zu sein. 100 Milliliter sind hier enthalten und das kann man sich zum Beispiel nach dem Sonnenbad drauf geben, wenn man im Garten war oder wenn man in der Sonne einfach gechillt hat oder so. Ne, das ist eine ganz gute Geschichte. Also ich bin auch ein Fan von Aloe Vera nach dem Sonnenbaden. Genau, finde ich gut. Das ist toll. Spendet intensiv Feuchtigkeit, habe ich eben schon gesagt. Ich wiederhole mich. Läuft. So, und hier müsste ich jetzt tatsächlich das letzte Produkt schon drin haben. Und da haben wir wieder dekorative Kosmetik mit dabei von Rise La Lune Paris ist das. Pudre, ein Sun Powder, das dürfte ein Bronzer sein, den habe ich jetzt hier in der Farbe Medium. Ich muss mal gucken, welche Farbe das ist, also wie die Farbe so aussieht, weil ich meine, dass ich den schon mal hatte. Und da war der mir zu goldglitzerig. Nee, der weiß ich nicht, hatte ich den schon? Oder hatte ich den in einer anderen Farbe? Ich weiß es gerade nicht. Ah, das ist jetzt schwierig, ne? Wobei der schön aussieht, ne? Den könnte ich mir jetzt gut vorstellen, so als Bronzer-Topper. Suche ich mir mal eben kurz einen Pinsel. Dann nehme ich jetzt hier einfach von Real Techniques so einen Blush-Pinsel. Das ist so ein ganz fluffiges Ding. Ich habe letztens in der Benefit Masterclass gelernt, wie man sowas am besten aufträgt. Nämlich hier anfangen. Und dann vorsichtig so als Bronzer-Topper drüber gehen. Man sollte sich am besten, weil die haben ja auch den Hoola Glow rausgebracht, darunter ein Konturprodukt oder halt einen Bronzer aufgeben. Aber das zaubert schon einen schönen Glow. Natürlich habe ich ja auch schon einen Highlighter drauf, ne? Aber das sieht schon, mag ich leiden, ne? Wenn man das halt so anwendet. Und so ein bisschen hier über der Augenbraue, weil da halt die Sonne auch hinkommt. Ich sehe ganz schön fertig heute aus, aber Leute, es ist einfach warm. Genau. Und, hier dann auch auf dieser Seite, also wirklich mit einer leichten Hand. Ich hatte den, glaube ich, schon mal und den habe ich dann wirklich falsch angewendet. Und nicht als Bronzer-Topper, sondern versucht als alleinigen Bronzer den aufzugeben. Und dafür ist es natürlich zu heftig, ne? Wenn man das natürlich so macht, wie ich das jetzt mache, ist das ein Produkt, was dir ewig und drei Tage halten wird. Aber es sieht schon schön aus. Gibt einen zarten Glow. Und wenn man, ja, das geht. Dieser Goldschimmer, ich denke, ihr seht den auch, ne? Kommt also hier. Kommt der auf jeden Fall von dem Bronzer Topper. Und das mag ich doch. Der kommt auch in das Full Face Beauty Boxen mit rein. Ich mache die Reste vom Pinsel auch mal so auf das nee, Skin. Ne? Als hätte ich heute ein bisschen zu lange in der Sonne gelegen. Ne, komm, also das sind schon schöne Produkte. Stürmische Liebe, wie gesagt, ich hätte mir eher vorgestellt, dass was für die Haare irgendwie mit dabei ist. Das hatten wir jetzt so nicht mit dabei. Aber trotzdem schöne Produkte. Gefällt mir doch. Also eine Box, die man sich auf jeden Fall mal anschauen kann, wenn man Bock halt auch vor allem darauf hat, sich so ein bisschen in diese Green Beauty Linie mit reinzufinden. Und ja, da hat Beauty Love the Natural Box halt auch immer echt schöne Produkte so handverlesen und schön zusammengestellt. Das muss man denen wirklich lassen, doch.
Doch, doch, das ist eine schöne, ne? Eine schöne Sommerbox. Und stürmische Liebe definitiv für mich, denn ich stehe voll auf Rose. Und ihr Lieben, das war's hier mit meinem Unboxing. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!